Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, werte Kollegen, werte Abgeordneten, Kolleginnen und liebe Behindertengemeinschaft. Sie alle wissen, ich bin gehörlos und deshalb ist mir gegenüber eine Gebärdensprachdolmetscherin und Sie leiden nun Ihre Stimme und Ihr Ohr. Und das Ziel ist, dass Sie meine Rede hier jetzt barrierefrei mitverfolgen können. Meinen Namen kennen Sie, aber mein Gebärdenname. Helene. Gebärdennamen haben nichts zu tun mit dem Namen an sich, sondern sie haben zu tun mit einer Besonderheit, mit einem besonderen Merkmal, mit einem Charakteristikum einer Person. Ich möchte ein Beispiel eines berühmten Politikers bringen, den Sie alle kennen. Schüssel. Das wäre die Gebärdenschüssel, aber diese Gebärdenschüssel würde jetzt nicht wirklich passen. Er hat die Gebärde, die vom Mascherl kommt. Schüssel. Er trägt zwar nicht mehr sein Mascherl, aber die Gebärde bleibt. Genauso wie meine Gebärde, Helene, weiterhin besteht, obwohl ich mittlerweile kurzes Haar trage. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag und wir haben heute hier schon eine Premiere in diesem Hohen Haus erlebt. Sie haben zwei Gebärdensprachdolmetscher erlebt. Und das für 10.000 gehörlose Menschen und Gebärdensprachdolmetscherinnen, damit sie die Parlamentsdebatte mitverfolgen können. Mein besonderer Dank gilt der Frau Nationalratspräsidentin Brammer und der Parlamentsdirektion im Präsidium und den Parlamentsmitarbeiterinnen. Das Anpassen an die besonderen Bedürfnisse, und das hier ist nun ein Anpassen an die besonderen Bedürfnisse an gehörlose Menschen. Behinderung hat verschiedene Gesichter und ein Gesicht davon ist die Gehörlosigkeit. Und ich möchte an dieser Stelle mich auch beim ORF bedanken, dass er heute und auch in Zukunft die kompletten Parlamentsdebatten im ORF ausstrahlen wird. Somit haben gehörlose Menschen auch zu Hause die Möglichkeit, die Parlamentsdebatte mitzuverfolgen und ebenso die Menschen, die hier auf der Galerie sitzen. Kurz zum Thema Österreich. Moment einmal. Bevor ich jetzt zum Behindertenbericht eingehe und auf ihn eingehe, möchte ich noch kurz etwas über die Gebärdensprache bringen. Gut. Das Wort österreichische Gebärdensprache, viele wundern sich, denn viele gehen davon aus, dass Gebärdensprache eine internationale Sprache ist. Nein, wir haben nationale Gebärdensprachen und sogar dialektale Varianten. Sie wundern sich wahrscheinlich. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele bringen. In der österreichischen Gebärdensprache ist die Gebärde Danke. Sie können mitmachen. Danke. Versuchen Sie es. Im Chinesischen Danke. Das hängt von der Kultur ab. Man verneigt sich, wenn man sich bedankt. Würde man diese Gebärde in Österreich verwenden, würde sie Kugelschreiber bedeuten. Und ein Beispiel zu Dialektvarianten. Im steirischen Dialekt heißt es machen. In Tirol sieht es ganz anders aus. Machen. Also auch wir in der Gebärdensprache haben Dialekte. Sie kennen das ja von den gesprochenen Sprachen. Es gibt auch eine amerikanische Gebärdensprache, American Sign Language. Sie ist sozusagen die Weltsprache der Gehörlosen, das Pendant zum Englischen. Ich möchte gerne ein paar Gebärden zeigen und möchte Sie einladen, mit mir mitzumachen. Bewegen Sie sich ein wenig. Parlament. Das hängt von den Sitzreihen ab. Sie sitzen hier in dieser besonderen Form. Abgeordnete, was glauben Sie, wie die Gebärde ist? Abgeordnete. Jetzt eine etwas schwierigere Gebärde. Behindertengleichstellungsgesetz. Ich denke, das ist besonders für Sie eine wichtige Gebärde. Behindertengleichstellungsgesetz. Gut. So. Sie werden sich vielleicht Gedanken machen, wie Sie mit mir jetzt wirklich zusammenarbeiten können.
höre los. Ich höre nichts. Ich höre wirklich nichts. Und gleich vorab, schreien nützt nichts. Ich höre nichts. Bitte Sie, deutlich zu sprechen, aber jetzt nicht in einer Überartikulation, sondern langsam und ich bitte Sie um Ihren Blickkontakt. Der ist sehr wichtig für mich. Wie können Sie mich nun erreichen? Per SMS, per E-Mail, es gibt Chatprogramme. Und Sie können auch mit mir telefonieren. Ich habe eine Gebärdensprachdolmetscherin, so wie hier jetzt, ganz einfach. Soweit zu Ihrem Umgang mit Ihnen. Gut, ich weiß, ich bin immer sehr schnell und ich muss erst lernen, Pausen zu machen. Nun zur Grammatik der österreichischen Gebärdensprache und der Gebärdensprache. Sie ist völlig anders aufgebaut. Eine Gebärde ist ein Wort oder mehrere Wörter. Und man kann es vergleichen mit dem Chinesischen. Wir haben auch im Chinesischen Schriftzeichen, die jeweils ein Wort bedeuten. Und deshalb braucht auch meine Gebärdensprachdolmetscherin immer etwas länger, damit sie sich nicht wundern. Ich selbst bin gehörlos, bin eine gehörlose Behindertensprecherin.